Willkommen zurück. Und da geht es auch direkt weiter. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ja, ich glaube allgemein jeder Leichnam hier ist unnötig. Keiner von denen dieser dabei. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Na schön. Suchen wir uns eine neue Kammer. Dann eben mal die hier. Oh, das war keine richtige Kammer. Dann zu dieser. Das ist auch keine richtige. Mal sogar nochmal ein bisschen Schutz bekommen. Ja, dann kommt her. Na, kommt schon. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. So, und du bist dran. Und immer schön hinten anstellen. Adrenalin ist fertig. Werde ich beim nächsten Mal nochmal benutzen. Dieser Gruppenkill-Stil. Interessiert mich vor allen Dingen mal, wie der aussieht. Aber halt nicht gegen einen Dieser einzigen. Leichnam ist fast vollständig verwest. Aufzeichnung überbrochen, wir reden ja. Geil. Gut, dass wir den immer schön durchgucken. Das, was wir hier gefunden haben, ist, glaube ich, sehr interessant. Aufzeichnungen eines Forschers über die wilde Jagd. 3 Jahre meines Lebens habe ich der wilden Jagd gewidmet und kann übertreibungsfrei sagen, dass ich alles zu diesem Thema gelesen habe, was es zu lesen gibt. Außerdem habe ich die Geistertruppen gleich 3-mal mit eigenen Augen gesehen. Beim 2. und 3. Mal konnte ich eine Gemessung durchführen. Das Material unterzog ich einer mehrjährigen, sehr genauen Analyse. Meine Erkenntnisse und Erfahrungen lassen nur diesen einen vernichtenden Schluss zu. Hinter der Jagd steht eine fremde, furchtbare Macht. Ein verrückter Verstand, kein Chaos. Ich muss annehmen, dass die Geisterreiter von etwas oder jemandem ausgesandt werden und dass ihr Handeln planvoll ist. Interessant. So, dann gegenüber. Ah, nur ein bisschen Eisenerz, der ist auch Dieser verwest. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Eigentlich brauche ich die gar nicht mehr zu untersuchen. Sieht man ja eh, dass die fast alle vollständig verwest sind. Komm her, du blödes Mistvieh. Einfach sterben, dankeschön. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. So, da geht es aber weiter hinunter. Das sind ganz schön viele Zwerge. Egal, einer nach dem anderen. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Und weg mit dir. Ich frag mich, wer sich die Mühe gemacht hat, die alle einzumauern. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Du stinkst vielleicht. Hier sind noch ein paar. Entschuldigt, aber wir müssen hier alles ganz gründlich untersuchen. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Wenn man die vielleicht alle auf einmal öffnen könnte. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ah, die kann man gar nicht. Doch, kann man. Hab ich jetzt auch schwer gewundert. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest.
Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ich weiß, es nervt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal einen Zwerg finden, der nicht vollständig verwest ist. Deshalb mache ich den ganzen Mist hier auch. Zum Beispiel, und das hier ist sogar gar kein Zwerg, sondern ein Kind. Die Leiche ist frisch. Die liegt hier noch nicht lange. Oder ein Mann. Der hat Haarbüschel in den Händen. Ich untersuche erstmal die Kleidung. Die Kleidung ist an vielen Stellen zerrissen. Schwefelspuren. Den Kopf? Der Kopf ist in einem besseren Zustand als der Rest des Körpers. Augen? Tiefe Augenringe. Blutarmut? Hals? Einige kleinere Bisse am Hals. Die Hände? Schultern? Die Unterarme sind sehr zerfetzt. Vermutlich hat er versucht, sich zu schützen. Da steckt doch was im Knochen. Ein Metallsplitter. Interessant. Er hält noch ein paar lange Haare umklammert. Grässliche Fleischwunden. Da war jemand ziemlich wütend. Mal den Körper umdrehen. Rücken zerkratzt. Der hat sich vor seinem Tod noch amüsiert. Was ist denn das für ein Buch? Und dein Körper schrie vor Glück unter meiner Hand Geschick. Eindeutig aus der Feder von Meister Rittersporn. Schlussfolgerung? Er war ein junger Mann wie die anderen. Es deutet alles auf einen Succubus hin. Aber dieser Metallsplitter in der Wunde. Ha! Da haben wir sogar die Leiche gefunden, die wir gesucht haben. Nach etlichem Rumstöbern. Jetzt sammeln wir gerade mal alle Reste ein und machen die gesamten Katakomben allerdings noch komplett. Und zwar geht's damit hier weiter. Wann wo ich da hinkomme. Das war jetzt so klar. Apropos, ich wollte doch mal dieses neue X ausprobieren. Gruppenkampf. Der erste. Oh, das hat jetzt aber nur einen Blatt gemacht. Wie gemein. Naja, haben wir uns halt selbst um die alle anderen. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Sag mal, es müsste noch mehr von denen geben, oder? Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ich kann das Wort bald nicht mehr hören. Wer bist du? Und was willst du hier? Geralt von Riva, vom Grauen Feenlein. Und wer bist du? Eckhart Hennessy, Feenrich des Grauen Feenleins. Der besten Einheit, die Kentwin jemals hatte. Kämpfen, später wiederkommen oder dort gedient haben. Ich komme auch später wieder. Es ist zwar sehr nett, aber wir sollten ein andermal weiter plaudern. Coole Sache. Betrüge den Geist oder töte ihn. Stimmt, genau, wir sollten ja noch das Fähnrichswappen hier als Magiezeichen holen. Stimmt, stimmt, stimmt. Da haben wir noch zwei Geister, die ich rief. So, ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war. Musst du kurz unterbrechen. Genau, die Leichen wollte ich fertig machen und... ja, dieses Fähnlein-Ding. Ich würde sie am liebsten mal versuchen zu betrügen. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das schaffe. Weil ich habe keine Ahnung von der Geschichte. Aber, ja, mal probieren es mal.
Ansonsten müssen wir halt töten. Ich sollte mich vielleicht aber darauf vorbereiten, denn ich bezweifle, dass das ein einfacher Gegner ist. Die Fragestunde geht wahrscheinlich sowas von daneben. Nehmen wir einen Wirger, es langt. Wenn unsere HP nach unten fällt, wird sie eh kaum hochregeneriert. Der Schwalbentrank ist im Gegensatz zu dem Schwalbentrank aus dem ersten Teil echt für die Katz. Was man machen kann, ist schon mal einen Girden hier hinzaubern. Und los geht's. Wer bist du? Und was willst du hier? Geralt von Riva. Dort habe ich gedient. Probieren wir es mal. Du erinnerst dich nicht an mich, aber ich mich an dich. Kenne ich dich? Ich habe beim Grauen Fähnlein gedient. Gelogen! Unter der Standarte des Grauen Fähnleins habe ich bei Brenner und Wergen gefochten. Schwarz vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Die Redanier im rechten Flügel, kommandiert von der Reuter. Temerien im linken Flügel unter Natalis Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Da wissen wir allerdings von Soltan, das weiß sogar ich noch, dass das falsch war, nämlich die Zwerge, die waren im linken Flügel und der Mitte war Temerien. Du verwechselst was. Du irrst. Die Redanier haben in der linken Flanke gekämpft, die Temerier in der Mitte. Stimmt. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Überzeug dich. Sag mal, du musst es ja wissen. Wer hat bei Brenner die Nilfgaarder befehligt? Ein Name ist schon mal gefallen, das weiß ich noch. Koehorn war das, glaube ich. Menno Koehorn. Jetzt glaube ich dir allmählich. Menno Koehorn. Ein Prachtexemplar von einem nilfgaardischen Hundesohn. Aber ein großer Anführer. Er wird die Nordlinge noch oft bluten lassen, nicht wahr? Problemo. Ich sag mal, er ist tot. Der Tod hat deinem Gedächtnis geschadet. Koehorn ist tot. Er fiel bei Brenner. Aufmerksam. Lässt dich nicht aufs Glatteis führen. Bin ja auch vom Grauen Fähnlein. Kann sein, dass du bei Brenner warst. Ist schon eine Weile her, ich könnte dich vergessen haben. Aber Wergen, das ist was anderes. Für dein Gedächtnis kann ich nichts. Wahrhaftig. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, seit ich tot bin. Ich sage es ungern, aber ich habe sogar vergessen, wer die Armeen vor Wergen kommandiert hat. Dabei war es doch der wichtigste Tag meines Lebens. Mein letzter. Sei doch so gut und hilf meiner Erinnerung auf die Sprünge. Oh. Fuck. Ich habe keine Ahnung. Ich würde auf oben tippen. Weil Detmold und Demewand sind die jetzigen. Nee, Quatsch, warte. Demewand war der von Edion. Detmold ist der Typi von Henselt, dem sein Zauberer. Und Henselt ist der momentane Typi aus Catwin. Und Demewand, wie gesagt, der von Edion. Aber die zwei waren erst kürzlich da und der Typ wieder ist schon ein paar Jahre tot, glaube ich. Ich gehe auf. Oder? Scheiße! Könnten natürlich auch Henselt und Demewand sein. Weil Wendegrift und Zedkern, das habe ich noch nie gehört. Der könnte mich jetzt aber auch mal wieder total aufs Glatteis legen, der Arsch. Ah, es lief alles so gut bis jetzt. Schwere Frage. Was könnte es sein? Ich wanke zwischen dem ersten und dem dritten. Soweit sind wir ja auf jeden Fall schon mal. Erste oder das dritte? Ja. Da fällt mir allerdings auch ein, dass er nicht gefragt hat, wer waren die Könige, sondern wer hatte das Kommando. Und das waren zwei Könige, die nicht unbedingt immer im Krieg dabei sind. Dafür hat man ja Kommandanten. Nehmen wir mal die oberen. Zeldkirk führte Edirns Armee an, Vandergrift die unsere. Gut, das weiß nicht jeder.
Einige meinen doch tatsächlich, die Armeen wären von Königen angeführt worden oder von Zauberern. Und, glaubst du mir nun? Sag mir erst mal, wie du das Massaker vor Bergen überlebt haben willst. Also verschont wurde keiner, wenn wurden wir gefangen genommen. Die meisten Grauen fielen. Wer überlebte, ging nach Süden. Doch ein Feuer schnitt uns den Weg ab und wir fielen Biggerhorn in die Hände. Dieser feige Dreckskerl ist mir ein Begriff. Gut, du hast tatsächlich beim Grauen Feenlein gedient. Kannst du mir die Standarte geben? Verrätst du mir, was dir daran liegt? Ich kann damit den Fluch aufheben. Flüche kümmern mich nicht. Dieser sollte dich aber kümmern. Er hält Hänsels Armee auf. Das Einhorn ist zurück? Steht vor den Toren Wergens und könnte das graue Feenlein rächen. Mit deiner Hilfe. Die Standarte ist im Sarkophag. Dort findest du auch das Schwert von Oberst Gondor. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Wo hast du dein Pferd gelassen? Hier gibt es überhaupt keine Pferde. Stimmt. Wie schön wäre es, mit einem Kameraden von Brennerheim zu zischen. Aber als Geist steht es schlecht damit. Ach, das geht mir im Tod doch am meisten ab. Ich hab sie noch nicht einmal losgelassen, als ich tot war. Pass bloß gut auf sie auf. Check. Standarte und Schwert des grauen Fanlines bekommen. Das Symbol des was? Verdammt, das Symbol des irgendwas haben wir bekommen. Das Schwert des grauen Fanlines, ja, ist ganz okay. Das, was wir uns herstellen können, ist aber besser. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den Typi aufs Gleis zu führen. Ich bin sagenhaft geil. Top. Und das nur durch die paar Informationen, die wir von Soltan hatten. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Noch die Gruft fertig machen und dann gehen wir auf den nächsten Part. Dieser Leichnam ist fast vollständig verwest. Ein paar Erscheinungen schmerzeln. Der letzte. Hoffe ich. Ich glaube, es ist auch der letzte. Tatsächlich, das war's. Und wir haben es geschafft. Hier war keiner mehr. Da kommen wir auf der gegenüberliegenden Brücke raus. Das heißt, es gibt nur noch eine Brücke, auf der wir uns wieder zurückziehen können. Und das wiederum heißt, wir sind fertig mit den Katakomben. Wir sehen uns dann hier wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.